Hallo und herzlich willkommen hier bei Moderbahn Union. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute wird es schwer mit der Firma Dapol, denn wir haben heute eine schwere sechsachsige Diesellokomotive für euch im Angebot, eine Class 59. Die schauen wir uns gleich im Detail an. Es ist eine digitale Lok mit Rauch heute und die Funktion schauen wir uns natürlich auch draußen in der freien Wildbahn an. Der Fahrplan, ihr kennt es, zuerst kommen ein paar Informationen zum großen, noch viel größeren Vorbild hier. Dann alle Informationen zu unserem Modell in 1:76. Dann folgen natürlich noch die Aufnahmen aus der freien Wildbahn und zum Schluss das Schlusswort und die Artikelnummern. Der Fahrplan steht, lasst uns einsteigen und losdüsen. Viel Spaß. Ja, beginnen wir unseren Fahrplan also mit dem großen Vorbild. Die IMD JT26CWSS ist ein von der Electromotive Division, kurz IMD, eine Tochtergesellschaft von General Motors, gebaute Diesellokomotive mit dieselelektrischem Antrieb. Sie wurde Mitte bzw. Anfang der 80er Jahre entwickelt und unter der Baureihenbezeichnung Class 59 in Großbritannien eingesetzt. Die ersten fünf Maschinen dieser Klasse, später bekannt auch als 59-0er-Reihe, wurden in La Grande im US-Bundesstaat Illinois gebaut. Vier davon wurden im Januar 1986 an die Baufirma Forster Yeoman nach Großbritannien geliefert. Sie erhielten die Namen Yeoman Endeavour, Enterprise, Highlander und Challenger. Die nachbestellte 59-005 bekam abweichend davon den Namen des Yeoman-Bahnchefs Kenneth J. Painter. Sie wurde am 4. Juni 1989 ausgeliefert. Alle weiteren Class 59 entstanden in der kanadischen Stadt London in Ontario. Die Yeoman-Lokomotiven waren für den Einsatz von schweren Steinzügen in Südwestengland bestimmt. 1993 gründete Forster Yeoman mit der RRC das Bahnunternehmen Mandip Rail und brachte die fünf Maschinen in diesen Betrieb mit ein, blieb aber weiter Eigentümer der Maschinen. Die Jahre vergingen und so kam es, dass auch die Deutsche Bahn AG Interesse an dieser Lok bekam. Und so entstand 1997 ein Joint Venture mit dem Namen DB Yeoman GmbH. Und eine dieselelektrische Lokomotive vom Typ Class 59 wurde von der Deutschen Bahn AG übernommen und im Nummernplan als 259003 eingereiht. Die Lokomotive war zuvor in Großbritannien von Forster Yeoman als 59003 eingesetzt. Nach dem Einsatzende bei der Deutschen Bahn wurde die Lokomotive an die Heavy Hole Power International für den Betrieb auf deutschen Bahnstrecken abgegeben. Dort war sie von 2001 bis 2014 im Einsatz, bevor sie von GB Rail Freight übernommen wurde und seit 2015 wieder Transportdienstleistungen in Großbritannien erfüllt. Aufwendig bei dieser Lokomotive war es natürlich auch, sie für den deutschen Schienenmarkt herzurichten, denn wenn wir jetzt hier auch mal das Modell uns anschauen, es fehlt zum Beispiel das dritte Spitzenlicht, was hier in Deutschland immer Pflicht ist. Diese Lokomotive, also sprich die 59003, bekam so ein drittes Spitzensignal, was sie äußerlich auch am meisten von ihren Schwesterlokomotiven absetzt, wie auch natürlich die PZB-Einrichtungen, die hier in Deutschland ebenfalls Pflicht sind. Und jetzt fragen sich sicherlich die Kenner unter euch, warum, wenn ich jetzt hier von einem dritten Spitzensignal erzähle, hat diese Lokomotive hier mit DB Schenker an den Seiten kein drittes Spitzensignal. Das ist sehr einfach zu erklären. Die 59003 war eine Lokomotive der allerersten Bauserie und mit der hier nicht identisch. Sie hatte noch eine etwas andere Frontpartie, die Scheinwerfer vorne waren nicht nebeneinander, sondern übereinander, wie gesagt, und das dritte Spitzensignal hatte diese Lok ebenfalls, also im Prinzip mit der Lok, die wir jetzt hier stehen haben, überhaupt nichts gemeinsam. Ab Januar 2009 führte EWS seine Aktivitäten als Teil von DB Schenker Rail fort und wurde in DB Schenker UK umbenannt. Und da kommen wir jetzt zum ursprünglichen Hergang unserer Lokomotive, die wir jetzt hier haben, denn wir haben hier eine Lokomotive der dritten Bauserie. Diese Bauserie fuhr beziehungsweise fährt immer noch ausschließlich in Großbritannien und deswegen hat diese Lok auch kein drittes Spitzensignal.
1990 wurden für das britische Baustoffunternehmen RRC in London, Kanada, vier als 59-1 bezeichnete Class 59s gebaut. Von den Vorgängern unterschieden sie sich optisch durch das geänderte Spitzenlicht, was ich euch ja eben erzählt habe, dass die Lampen nicht mehr übereinander waren, sondern jetzt nebeneinander. Und auch durch veränderte Stoßdämpfer. Diese erlaubten dann auch tatsächlich eine Heraufsetzung der Höchstgeschwindigkeit von 60 auf 75 Meilen in der Stunde. Umfangreiche Änderungen wurden bei der nächsten Serie vorgenommen, nämlich der 59-2 Serie. Von diesem Typ wurden in den Jahren 1994 und 95 sechs Lokomotiven für Kohletransporte an das Energieunternehmen National Power nach Großbritannien geliefert. Unter anderem erhielten sie automatische Kupplungen, diese erwiesen sich aber in der Praxis als nicht so effizient und wurden dann wenig später dann wieder ausgebaut und durch normale Schraubenkupplungen ersetzt. Erkennen kann man die Lokomotiven natürlich auch an den Nummern. Da hat zum Beispiel die erste Serie, sprich die Nuller-Serie, immer nach der 59 die Nuller vorangehend, bei der 1er-Serie dann die 1 und hier, wie wir jetzt auch bei unserer Lokomotive hier sehen, die 2 vorangehend, also haben wir hier eine Lokomotive der letzten Bauserie. Alle Class 59 Lokomotiven sind seit 2016 ausschließlich in der Heimat England unterwegs und der unmittelbare Nachfolger der Class 59, ihr könnt es euch sicherlich schon denken, ist die allseits bekannte Class 66. Diese Lokomotive ist auch natürlich hier in Deutschland sehr stark vertreten. Wir haben diese Lok auch schon vorgestellt von verschiedenen Herstellern. Es ist wirklich eine sehr schöne und sehr kraftvolle Lokomotive. Bevor wir jetzt das große Vorbild abschließen, hier noch ein paar kurze Stichpunkte, ein kleiner Steckbrief, wenn man so möchte, von der Lokomotive. Baujahr wurde sie gebaut von 1985 bis 1995. Sie ist 21,4 Meter lang, hat eine Höhe von 3,91 Meter, eine Breite von 2,65 Meter, eine Dienstmasse von sage und schreibe 126 Tonnen und eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. So, das war's nun mit dem großen Vorbild. Wir machen weiter in unserem Fahrplan. Kommen nun bei unserer Lok hier in 1:76. Keine Sorge, erst einmal vorweg, 1:87 ist der Größenmaßstab. Nicht die Spur, mit der hat das nichts zu tun, sondern einfach nur der Größenmaßstab der Lokomotive. Das heißt, 1:76 ist hier minimal größer als bei uns hier in Deutschland mit 1:87. Aber auch da keine Sorge, wenn man die Lok auf seine Anlage stellt, es fällt wirklich nicht auf. So, das erst einmal vorweg. So, dann schauen wir uns an, wie kommt die wunderschöne Darpol-Lok zu uns. Wir haben hier einen wirklich sehr hochwertigen Darpol-Karton, innen ausgelegt mit jeder Menge Schaumstoff und einem Kunststoff-Inlay, worin die Lok sicher verpackt ist. Neben der wunderschönen Lok haben wir noch den Blindstecker mit dabei, denn wir haben hier eine ab Werk bereits digitalisierte Lok mit Rauchgenerator und der
Blindstecker liegt dann hierbei, den kann man sich aufstecken, wenn man die Lok zum Beispiel im Analogbetrieb benutzen möchte. Dann haben wir ein Zurüstbeutelchen, ausgestattet mit Bremsschläuchen und Griffstangen und auch nochmal geätzten Namensschildern und auch einer geschlossenen Bugfront. Das haben wir hier auf dieser Seite schon serienmäßig. Das finde ich schön, dass die Firma daran gedacht hat, denn an einer Seite hängen die Wagen und vorne, da hängt logischerweise nichts, sie fährt voraus, dementsprechend kann man da die Kupplung wegnehmen und dann mit dem geschlossenen Bild, finde ich, macht das wirklich einen richtig schicken Schuh. Auf der anderen Seite haben wir die Kupplung ab Werk verbaut. Da haben wir eine geöffnete Front und wie gesagt, wenn man die Lok zum Beispiel sich in die Vitrine stellen möchte oder sie nur alleine auf der Anlage fahren lassen möchte, hat man hier mit den Zurüstteilen die Möglichkeit, diese Buglippe hier vorne praktisch zu tauschen und dann eine geschlossene zu verbauen. Finde ich wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Auch mit dabei sind zwei übersichtliche DIN A4 Blätter, wo nochmal drin erklärt ist, wie man zum Beispiel die Lok aufkriegt, beziehungsweise den Lokkasten vom Rahmen abbekommt. Das muss man dann an den Seiten aufspreizen. Dann haben wir noch einmal ein paar Informationen zum digitalen Ensemble der Lok, wo wir zum Beispiel hier unten sehen, auf welchen Digitalfunktionen dann welche Lichtfunktionen liegen. Schauen wir uns natürlich auch noch an, keine Sorge. Und dann hier auch nochmal ein paar Pflegehinweise und hier auf der Seite dann ebenfalls nochmal ein bisschen was zur Pflege. Auch mit dabei ist Rauchdestillat. Und zwar zwei verschiedene. Einmal normales Rauchdestillat, normales Rauchdestillat und einmal Rauchdestillat, was besonders tief liegt. Das heißt, was nicht so extrem in die Höhe steigt, sondern was relativ tief bleibt. Was ja auch dem Vorbild dann auch wirklich entspricht, wenn die Lok zum Beispiel so vor sich hin dümpelt, dass das einfach nur so ein bisschen über der Lok schwebt. Ja, ansonsten, was hat die Lok, was bringt sie mit? Ich finde erst einmal, die Verarbeitung ist wirklich hervorragend gelungen. Ich drehe das hier mal so ein bisschen. Aufgrund der riesengroßen Frontscheiben und auch riesengroßen Seitenfenster haben wir einen sehr guten Blick in die Führerstände. Und die sind auch wieder mit viel Liebe zum Detail hergerichtet worden. Es fehlt leider ein Lokführer, aber den kann man sehr einfach dann nachrüsten. Aber wie gesagt, alle Instrumente, die diese Lok hat, sind wirklich hervorragend umgesetzt und vorhanden. Das Schöne hier bei der Lok ist natürlich auch, dass sämtliche Anbauteile bereits verbaut sind. Das heißt, hier muss man jetzt nicht irgendwie großartig wieder anfangen, irgendwelche kleinen Teile zu montieren etc. Es ist alles bereits an Bord. Wir haben hier einmal die Nummer der Lok, die 59206. Auf der Seite, keine Sorge, die Teilaufnahmen kommen. Hier auf dieser Seite haben wir dann das geätzte Namensschild der Lok. Wir haben hier natürlich die aktuelle Front der Class 59. Wir haben ja erfahren, dass die Punkt 0 eine andere Front hat als hier zum Beispiel die dritte Bauserie. Nein, Entschuldigung, die zweite Bauserie. Deswegen heißt sie auch 206. Die Aufdrücke auf den Seiten sind hervorragend und trennscharf. Auch hier im Mittelbereich, wo sich der Tank und auch nochmal ein paar elektrische Anbauteile befinden, finde ich, hat man sehr schön umgesetzt, auch farblich abgestimmt und angepasst, also mit Piktogrammen versehen. Hier oben haben wir rote Reserve-Luftbehälter. Das finde ich sehr schön. Auch die Einstiege hier, die Tritte zum Führerraum, sind dann gelb abgesetzt. Und das möchte ich euch auch mal zeigen. Ich habe jetzt mal einen Kuli hier. Das muss ich mal füllen. Da ist die Tür. Man kann die Führerraumtüren öffnen. Also man kann sie so ein bisschen reindrücken. Das finde ich eine richtig geile Sache. Hat jetzt zwar nichts, dass man sie so weit aufkriegt, dass man wirklich ins Innere reingucken kann, aber ich finde es wirklich eine sehr schöne Sache, die die Lok mit sich bringt. Ja, ansonsten Dachaufbauten, da kann man nicht viel sagen, weil die Lok hat auch serienmäßig eigentlich kaum was auf dem Dach. Wir haben hier schöne durchbrochene Luftgitter und hier vorne natürlich dann der Motor bzw. der Auspuff der Lok, wo dann natürlich auch bei uns hier im Modell dann der Rauch rauskommt. Keine Sorge, das schauen wir uns gleich an. Schauen wir uns die Lok noch kurz in ein paar Stichpunkten an. Was bringt sie mit? Wir haben hier einen kraftvollen Motor, der mittig verbaut ist, mit einer sehr großen Schwungmasse. Wir haben eine 21-polige Schnittstelle hier bei unserer Lok bereits ab Werk mit dem Digitaldecoder ausgestattet und auch mit Rauchgenerator. Wir haben eine NEM 362er Norm Kupplung bzw. Kupplungsaufnahme mit Normschacht. Hier auf der Seite haben wir natürlich jetzt die geschlossene Bugfront, da sehen wir sie nicht, aber auf der anderen Seite da, ich drehe sie mal, dann können wir uns angucken. So, da sehen wir auch die standardmäßig verbaute englische Hakenkupplung. Ein ähnliches Pendant wie unsere Bügelkupplung. Keine Sorge, hier drin ist auch noch eine zweite Kupplung. Das heißt, wenn man sich hier natürlich entscheidet, da auch eine Kupplung zu verbauen, hat man da die Möglichkeit, auch dann so eine Kupplung zu verbauen. Aber wie gesagt, keine Sorge, man kann diese Kupplung ganz einfach aus dem Normschacht rausziehen und mit unserer deutschen Bügelkupplung oder mit einer Kurzkupplung dann von Fleischmann oder zum Beispiel von Rocco dann auszustatten. Denn die Lok ist auch kurzkupplungsfähig. Sie hat die Kurzkupplungskinematik. Wir haben Federpuffer.
auf beiden Seiten. Finde ich wirklich sehr schöne Sache. Dann haben wir, wie eben schon gesagt, die englische verbaute Hakenkupplung verbaut. Der Lichtwechsel ist nach britischem Vorbild. Das heißt, wir haben hier kein 3-Punkt-Spitzenlicht, sondern wir haben das englische Lichtsignal. Schauen wir uns gleich bei den Aufnahmen an. Wenn wir die Digitalfunktion uns anschauen, dann werdet ihr es sehen, dass auf der rechten Seite immer der Scheinwerfer etwas heller ist als auf der linken Seite. Dann gibt es ein Tagessignal, dann gibt es ein Nachtsignal. Also das ist wirklich schon sehr aufregend da drüben in England, wie die Lokomotiven da durch die Nacht brausen. Ja, ansonsten, wie schon gesagt, haben wir geätzte Namensschilder. Der Rauchgenerator ist an Bord bereits hier, der Digitaldecoder mit an Bord. Und es ist ein Lok in 1:76. Und wir haben hier die Epoche 11 von Großbritannien. Außerdem haben wir hier Stromabnahme und Antrieb auf allen 6 Achsen. Ja, Freunde, und das soll es auch schon hier zu unserem schönen Modell in 1:76 gewesen sein. Ich würde vorschlagen, wir machen weiter in unserem Fahrplan. Ja, da sind wir am Ende unseres heutigen Videos angekommen und was bleibt am Schluss über diese Lok zu sagen? Nichts Negatives auf jeden Fall. Ich finde, es ist eine sehr schöne Lokomotive. Es ist der Vorgänger unserer Class 66, die wir hier in Deutschland wirklich an sehr vielen Stellen finden. Ich selber habe sie auch schon gefahren, zwar jetzt nicht die 59, sondern die 66. Und es ist wirklich ein Highlight und ein Erlebnis, diese Lok zu fahren, im Gegensatz zu einer deutschen Lokomotive. Man fühlt sich wie in einer anderen Welt. Sie hört sich auch komplett anders an als eine deutsche Diesellokomotive. Es ist wirklich ein Erlebnis, diese Lok fahren zu können und zu dürfen. Hier im Modell finde ich, sie darf auf keiner Anlage fehlen. Ja, es ist eigentlich keine deutsche Lokomotive, aber da wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Sie hat DB Schenker drauf und dementsprechend kann man sie auch gerne auf natürlich deutschen Modelleisenbahnanlagen fahren lassen. Wenn man schöne, lange Güterzüge haben möchte auf seiner Anlage, finde ich, darf diese Lok nicht fehlen. Sie macht einen sehr guten Schuh, sie hat gute Fahreigenschaften, sie kann ordentlich was wegziehen und auch der Rauchausstoß sieht auch sehr schön aus. Ja, Freunde, also wie gesagt, wenn ich euch wäre, würde sie mir holen. So, und was kommt jetzt? Natürlich das Wichtigste zum Holen dieser Lok. Ganz wichtig, die Artikelnummern. Da es diese Lokomotive in vielen unterschiedlichen Varianten gibt, werde ich es wieder gleich so machen, dass hiernach es eine kleine Übersicht direkt mit Bildern gibt, wo ihr euch anschauen könnt, welche Artikelnummer zu welcher Lok es gibt. Vorweg einmal hier die Information zu unserer Lok. Die gibt es einmal in Gleichstrom DC analog und einmal in DC digital mit Rauch. Das heißt, wir haben ab Werk einen Digitaldecoder verbaut. Nur einen Digitaldecoder, nicht verwechseln. Es ist kein Sounddecoder und der Rauchgenerator. Und wie gesagt, dann gibt es noch zwei andere Lokomotiven in unterschiedlichen Ausführungen. Die, wie gesagt, dann gleich im Anschluss. Solltet ihr Fragen zu unserer Lokomotive hier oder generell zur Class 59 haben, könnt ihr gerne unten in die Kommentare eine Frage stellen. Wir schreiben dann die Antwort oder uns direkt eine E-Mail schicken an info@modellbahnunion.com. Wir werden uns natürlich dann in beiden Fällen schnellstmöglich dann bei euch melden.
Wenn ihr diese Lokomotive haben möchtet, kein Problem. Einfach gleich die Artikelnummer nehmen bei uns auf unserer Homepage www.modellbahnunion.com. Dann oben in die Suchzeile genau diese Artikelnummer eingeben, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr die DC-analoge Variante haben wollt. Das heißt, wenn ihr sagt, ich möchte den Rauchgenerator gar nicht haben, habt ihr bei uns auf der Internetseite die Möglichkeit, euch die DC-analoge Version in den Warenkorb zu legen und dabei auch einen kleinen Haken setzen beim Digitalisieren. Was bedeutet das? Wir digitalisieren dann diese Lok für euch. Das heißt, wir verbauen einen Digitaldecoder auf die Adresse 3 programmiert. Das heißt, wenn ihr sie dann halt zu Hause auspackt, könnt ihr sie direkt auf eure digitale Anlage stellen und losdüsen. Einfach da mal schauen, was euch da lieber ist. Wir sind, wie eben schon gesagt, am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, bleibt gesund und tschüss.